Also am Anfang haben sie gesagt, dass es für eine Aktion sein soll. Sie hatten was vor im Gerichtssaal. Dann allerdings stellte sich raus, dass sie es eben auch für den Fall haben wollen, dass es sozusagen aus ihrer Sicht keinen Ausweg mehr gibt. Der Prozess ist ja dann zu Ende gegangen, ohne dass die Sachen. Also, sie hatten mal gesagt, sie wollen bestimmte Leute vorladen. Den Außenminister und dies und das. Und dann hätte es sowas wie eine Geiselnahme im Gerichtssaal gegeben. Angeblich. Aber ob das wirklich die Absicht war oder ob es schon von vornherein die Absicht war, wie Sie es mal ausgedrückt haben, dann lassen wir Ihnen wenigstens unseren Tod vor die Füße fallen. Das weiß ich nicht. Ich war nicht dort. Wie ist denn diese Nachricht dann in der Gruppe in Bagdad aufgenommen worden? Tja, die meisten haben fürchterlich geheult und gesagt, jetzt haben sie sie umgebracht. So, es wurde von den meisten der dort Anwesenden als Mord betrachtet. Aber dann ist jemandem was rausgerutscht, nämlich könnt ihr euch nicht vorstellen, dass sie das bis zum letzten Moment selbst bestimmt haben. Und damit war es natürlich raus. Das ist später dann auch als das ist ja dann später nicht so thematisiert worden, also außer diese Gruppe in Bagdad, die das halt zufällig mitbekommen hat, diese Bemerkung. Aber ansonsten stimmt das, dass das ein großes Tabu war innerhalb der RAF, dieses Thema Mord oder Selbstmord? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass danach noch irgendjemand geglaubt hat, dass es Mord ist. Denn es waren ja fast, na, sogar über 10 Leute, glaube ich, zu dem Zeitpunkt in Bagdad. Und dann lässt sich sowas nicht mehr einsperren. Das ist dann raus und in die Runde. Und es gab ja auch Leute innerhalb der Gruppe, die wussten, dass die Waffen drin waren, dass der Sprengstoff drin war. Also insofern, es wird von einigen wenigen bis heute so dargestellt, aber es sind wirklich, also mir fällt da nur die Irmgard Möller ein, sonst wüsste ich niemanden. Der noch die, vielleicht noch Christian Klar, weiß ich nicht, keine Ahnung, hat er sich nie zu geäußert. Aber dass es sonst noch jemand glaubt, ist bestimmt nicht der Fall. Und war auch damals schon nach kurzer Zeit nicht mehr der Fall.